Kacke. Okay, okay. Das ist der Tod. So. Oh, okay. Achievement, mehr als 500 Schaden in einem Schuss. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ein richtig cooles Game vorstellen, das ihr aktuell für 4 Euro auf Steam bekommt. Und zwar geht's um Swarm Grinder. Das ist ein Action-Roguelike, hat ein bisschen was von Vampire Survivors und ähnlichen Spielen. Und es geht darum, dass wir mit einer Kampfroboter-Pilotin alles Mögliche wegballern und überleben. Genau, ich gehe mal hier auf Play und ihr seht hier ganz oben die verschiedenen Charaktere. Den zweiten habe ich letztens freigeschalten. Ein bisschen habe ich schon gespielt, genau. Und ich habe auch hier die nullte Evolutionsstufe geschafft und wage mich jetzt an die erste ran. Genau, hier können wir noch Gadgets auswählen. Da bleibe ich mal bei diesem Dash. Und ich spiele auch erstmal hier mit Bulletstorm, dem ersten Charakter. Der hat die Fähigkeit, dass seine Gatling Gun mit jedem Schuss immer stärker wird. Und dann seht ihr hier rechts noch Overcharge 1 und 2. Man kann Treibstoff sammeln in dem Spiel oder man muss Treibstoff sammeln. Und wenn man viel davon hat, wird man irgendwann overcharged und dann bekommt man halt Boni dazu. Rechts seht ihr noch eine Mission, die wir jetzt machen können. Also ich will jetzt die erste Evolutionsstufe schaffen und das probieren wir jetzt einfach mal. So, los geht's. Also wir starten hier in der Mitte und ihr seht die Pfeile. Die führen uns zu neuen Items. Und wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, oh, die sind alle kacke, ich rerolle. Die Railgun nehme ich mit. Genau, ihr seht hier Tags, aktiv und Rapid Fire. Die sind genauso wie unsere Gatling Gun, die wir am Anfang bei dem Charakter dabei haben. Genau, seht ihr später, was es damit auf sich hat. Und ihr seht auch, ich habe so einen Radius um mich herum, wo ich so Zellen quasi aktiviere oder öffne. Und ja, wenn wir rumlaufen, kommen so halt immer wieder neue Gegner, je nachdem, wo wir langlaufen. Und die Pfeile führen uns dann immer zu neuen Items. Ich habe jetzt ein Upgrade für die Railgun und da kann ich mir eins von drei aussuchen. Eine Ewigkeit später. Ja, ich mach mal explodierende Kugeln. So. Okay, hier ist das nächste Item. Wir müssen immer das ganze Gebiet drumherum aufdecken. Und ich nehme Lucky Charm. Da kriegen wir Crit Chance. Ja, Bonus dazu. Und ja, je mehr Upgrades ihr für die Sachen bekommt, desto krasser werden natürlich auch die Upgrades. Manchmal entwickeln die sich dann auch in Sachen in Richtungen, wo man gar nicht so damit rechnet. Ich nehme mal für die Gatling Gun eins mit. Die abprallenden Kugeln habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Magazingröße ist natürlich schon gut, weil er wird ja immer stärker, je länger er ballert. Mit jedem Schuss quasi. Attack Speed ist natürlich auch super und Cooldown, vor allem mit erhöhter Crit Chance. Weil je schneller wir angreifen, desto öfter kommt dann halt auch ein Crit. Naja, ist ja logisch. Hier, man kann immer diese Schrauben einsammeln. Wir haben jetzt eine von drei. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat. Ich glaube, ich bekomme dann ein Item oder so. Und ich habe auch eine Fähigkeit, hier so aktiv, diesen Dash. Und jetzt gucken wir mal. Genau, alle Rapid Fire Skills, 10% Crit Chance. Ist natürlich sehr gut, das nehmen wir. Und wir gehen jetzt auch voll auf die Rapid Fire Waffen. Genau. Und so fahren wir hier immer weiter. Ihr seht oben rechts übrigens den Treibstoff. Oh, oh, oh. Und ja, der muss immer so voll wie möglich sein. Okay. Jetzt haben wir noch so einen Rundum-Schuss, Scattershot. Der schießt immer in alle Richtungen. Finde ich auch ganz gut.
So, Cleaver, das wäre jetzt so ein Schwert. Könnte man mitnehmen, ist aber halt nicht kein Rapid Fire. Das heißt, bei dem Bild wollen wir es jetzt nicht mitnehmen. Dann Crit Chance um 15% für die Gatling Gun. Oder die Minigun Magazin. Ich nehme mal Minigun, weil da kommen die nächsten Upgrades, wären dann noch richtig geil. Da ist nicht nur Magazingröße. Genau. Es macht natürlich Sinn, wenn wir immer erstmal die neuen Upgrades nehmen. Scheiße. Okay. Das war ein Fail. Ich würde sagen, wir machen direkt Restart. Mal gucken. Also ich muss sagen, die erste Stufe ist schon deutlich schwieriger als die nullte. So, was bekommen wir? Ich will nichts davon. Gatling Gun. Ja. Attack Speed. Ich muss mal ein bisschen zügiger jetzt hier die Items aufdecken. Nicht so rumbummeln. Railgun. Okay. Ah ja, genau diese Dinger. Wenn ich in dem Bereich bin, mache ich halt mehr Schaden, denke ich mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie alles funktioniert. Okay, Gatling Gun nehme ich. Ah, okay, es war Quatsch. Ich hätte lieber die andere nehmen sollen. Egal. Und Crit-Rate. Ja, okay, ich hätte den Dash jetzt nicht im Lernen verwenden sollen, glaube ich. Den sollte ich mir immer aufsparen für brenzliche Situationen. Dauert halt auch 15 Sekunden, bis der wiederkommt. Ich nehme wieder Lucky Charm. So, ne, das war jetzt genau das, was ich meinte. Ich habe unnötig gedasht und danach auf die Fresse gekriegt. So, Scattershot. Ich nehme mal mit. Und ich sammle noch den ganzen Treibstoff hier ein. So. Okay, nächstes Item. Oh, da links ist so ein gelber Stein. Der bringt uns Währung, die wir zwischen den Spielen ausgeben können. Ich nehme, glaube ich, Lucky Charm erstmal mit. Ach, scheiße. Voll vorbeigelaufen. Und ihr merkt schon, jetzt wird es wieder schwierig. So, Crit Damage. Ja, Crit Damage bei 40 erhöhen. Um 40 erhöhen. So, ihr seht jetzt unten rechts diesen roten Rubin oder was das ist. Und den können wir für Upgrades ausgeben zwischen den Runden. Oh, da ist noch so ein Stein. So ein Fels. Oh je. Ich nehme die Railgun mit. Okay. Ich denke, explodierende Kugeln sind halt ganz gut, weil wir so viele Massen haben, aber nicht so viel AOE-Damage. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir haben wieder eine Schraube eingesammelt. Dieser krassere Pfeil, der führt mich jetzt zur nächsten Schraube. Und ihr seht auch unten links Incoming Wave. Also da kommt gleich nochmal eine Welle von mehr Gegnern. Diese komischen Gehirndinger. Ja, die sind echt scheiße. Ja, okay. Sehr schön. Die explodieren halt. So. Attack Speed. Für die Railgun. Boah, ich weiß gar nicht. Wobei, dann haben wir halt öfter die Explosion. Ja, machen wir mal. Und mehr Crit auch. So, ich gehe wieder hier Richtung Schraube. Boah. Nein, 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 nein. Oh, fuck my life. Also ihr könnt den, also diesen Charge, nee, Dash, könnt ihr halt auch aufladen, indem ihr neue Zellen kaputt macht. Reroll. Okay, was machen wir?
Hier kann man auch rerollen, die beiden sind unabhängig voneinander. Und Lucky Shot auf jeden Fall, das ist genau das, was wir wollen. Und noch mehr Rubine oder wie die heißen. So. Okay. Oh, hier ist irgendwie was Krasses. Glaube ich. Oh ja. Ach, das ist wieder dieser Boss. Okay, okay. Wir haben jetzt da mit der Lebensleiste so eine Art Bossgegner. Was mache ich? 1:37 später. Explosionsschaden. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder Attack Speed. Ne, Explosion. Also, wir bekommen eh beide Upgrades wieder vorgeschlagen. Das waren ja jetzt keine neuen. So. Ich kann hier mal in der Cooldown-Phase bleiben. Im Cooldown-Gebiet. So, und ich kann mal wieder ein paar neue dazu holen. Okay, okay, okay. Also sie hat gerade gesagt, diese Stationen sind nützlich. Vielleicht sollten wir einen Weg finden, sie zu mobilisieren. So, Boss ist down. Drop zwei Sachen, die können wir beide einsammeln. Oh, wir können alle Magazingrößen für Rapid Fire erhöhen. Das mache ich. Dann Railgun. Chasing Bullets, wollen wir das? Ich weiß gerade gar nicht. Ich mache erstmal die explodierenden. Also wenn ihr halt ein neues Upgrade bekommt, was ihr gerne haben wollt, dann solltet ihr es immer eher nehmen, als ein Upgrade zu verbessern, was ihr schon habt. Einfach, dass ihr das euch dann sichert und dann nicht beim nächsten Mal was anderes kommt, was ihr gar nicht wollt. Weil die Upgrades, die habt ihr immer safe. Seeking Power. Ich mache mal Reroll. Ich glaube, ich mache tatsächlich Piercing, dass wir noch mehr AOE-Damage haben. Attack Speed wäre natürlich auch gut. So. Es kommt gleich wieder eine Welle. Und zwar jetzt. Ach du Kacke. Okay, okay. Das ist der Tod. Scheiße, 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 scheiße. Okay, okay. Fuel und Leben. Okay, okay. Nicht tot besetzt. Aber wer weiß, wie lange noch. Oh Gott, oh Gott. Okay, 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 okay. Schraube am Start. Jawohl. Ich hab's gar nicht geguckt, wie viel... War das die dritte? Scheiße. Ach ja, ich glaube, deshalb habe ich jetzt hier das Upgrade bekommen. Pierce ist eigentlich gut, aber die explodierenden Kugeln, die explodieren immer nach dem letzten Mal durchdringen. Deshalb würde ich, glaube ich, kein Pierce nehmen in dem Fall. Magazin-Size will ich auch nicht niedriger machen. Rerollen möchte ich jetzt auch nicht. Das ist mein letzter. Dann mache ich einfach Attack Speed. Und hier bekommen wir noch eins. Oh, Magazingröße erhöhen und Pierce weniger. Ich glaube, in dem Fall ist es sogar gut. Weil ja die Schüsse explodieren. Wenn das Pierce durch ist. Genau, ich mach's mal. So. Das Item will ich auch haben hier oben. Scheiße. Okay, okay, okay. Kriegen wir, gar kein Problem. Boah, ich weiß halt gar nicht, was das Detonator macht. Ich nehme es einfach mal mit. Scheiße, es bringt uns nicht viel. Ich hätte lieber Peacemaker nehmen sollen. Das hätte uns dann mehr für Leben und Treibstoff und so gebracht.
Ja, zumindest haben wir ein bisschen Explosion. Das war jetzt nicht ganz nutzlos, glaube ich, aber scheiße. Egal, man muss ausprobieren am Anfang. Homing Bullets. Ich bin mir unsicher, was ich haben will. Ich mache erstmal wieder das. Genau, also Magazingröße ist halt bei dem Bullet Storm Charakter immer ziemlich gut, glaube ich. Weil, ja, er wird mit jedem zusammenhängenden Schuss stärker und je mehr zusammenhängende Schüsse er machen kann, oh, desto stärker wird er. So, wir haben hier jetzt ein Item gefunden bei diesem Frack hier. Oh, scheiße. Ich brauche unbedingt Treibstoff und Leben. Oh je, yeah. Genau, also das eine Item, das kann man dann auch zwischen den Runden an dem Roboter anbringen. So, Gatling Gun. Ich mache erstmal Crit-Rate, oder? Ne, Attack Speed. So, jawoll. Ist nur noch das eine Ding. Den einen Pfeil. So. Okay. Ich denk mal auf hier. Damage Station ist gut. Oh je. Das war riskant. Ja. So. Schön den Lasern ausweichen. Mehr Treibstoff sammeln. Ich nehme Lucky Charm, das verbessert alles. Blades wollen wir natürlich nicht, ne? Blades haben wir gar nicht. Crit Damage. Genau, für jeden 1% Crit Chance erhöht sich auch der Attack Speed um 1%. Das ist natürlich super, wenn wir so viel Crit Chance auch haben. So, okay, wir haben doch noch ein paar Upgrades am Start. Wenn wir es überleben. So, okay. Treibstoff und Leben. Ist noch ein Herz. Ja, oh, dieses Detonator-Upgrade, das war so ein Fehler. Ich könnte so gut die Upgrades gebrauchen, wo wir mehr Leben und mehr Treibstoff haben und schneller regenerieren und so. Was mache ich? Pierce. Oh, hier sind richtig viele Felsen. Kann man richtig viel Kohle mitnehmen. So. Komm, die beiden will ich auch noch. Aber es geht jetzt eher darum zu überleben, würde ich sagen. Ach du Kacke. Oh mein Gott, es ist so voll. Ach du Scheiße, jetzt ist wirklich ein Schwarm, der gegrindet wird. So, Railgun. Charged Bullets. Nee, also klingt geil, aber wir haben schon zu viel Treibstoff, der gesaugt wird. Da können wir nicht noch was machen, was das aktiv macht. Weiß auch nicht. Ach, das ist so ein krasses Upgrade, ne? Splitting Bullets. Oh, das ist gut, weil die ja auch explodieren. Dann haben wir 3 Explosionen. Ja, das machen wir. Genau, es gibt immer 3 normale Upgrades für jede Waffe und dann ein richtig krasses. So, vielleicht bekommen wir noch ein paar krasse irgendwo. So, bin ich mal gespannt. Ja, Gatling Gun will ich haben. Bitte auch am besten, bevor die nächste Welle kommt. Ja, geil. Okay. Burst Gun. Global Cooldown. Ach, okay. Machen wir mal.
Je mehr wir ballern, desto besser. Oh, wir sind hier wieder am Startpunkt in der Mitte. Hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber ist eigentlich auch völlig egal. So. Alter, hier, wie hier alles bebt und zittert. Ich glaube, ich nehme Lucky Charm. Ja, Lucky Shot 3. Mehr Crit ist immer gut. So, die zwei Felsen nehmen wir auch noch mit. Boah, also auch wenn wir sterben, habe ich so viel Zeug gesammelt, dass es sich richtig gelohnt hat. Oh, Alter. Ah ja, genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Hier die Item-Dinger, wenn die runterkommen, machen die auch Schaden. Also die kann man da auch nutzen. Attack Speed 3. Jo. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, wie lange müsste ich denn das genau überleben. Wir werden sehen. Oh, ich ärgere mich immer noch, dass ich den falschen Perk genommen habe. Das falsche Upgrade. So. Okay, ich... Ja, also ich baller schon gut durch die Viecher. Aber jetzt wird's knapp. Jetzt wird's eng. Ich denke Critical Search. Ich nehme erstmal das hier. Crit Damage 2. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was es alles noch für Crit Upgrades gab. Wenn es noch was Besseres gibt, möchte ich nicht das Schlechtere nehmen. So. Oh, okay. Achievement, mehr als 500 Schaden in einem Schuss. Da hat der Crit wohl richtig reingehauen. Ja. Ihr merkt, ich werde immer konzentrierter. Oje, oje. Okay, Damage, ja. Kommt her. Ja, naja, jetzt wollen sie nicht mehr, ne? Ich gehe noch meinen Lucky. Genau, hier. Boah, wir haben halt nicht so viel Fuel, ne? Ich mache erstmal Crit Damage 3. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Fuck. Naja. War ein guter Versuch. Ja, ich zeige euch mal im Hauptmenü, was wir jetzt so upgraden können. Also wir haben einmal hier die Garage. Hier können wir diese gefundenen Items reparieren. Crit-Chance, Magazingröße. Okay, also eins von den Scopes kann ich, glaube ich, verkaufen. Jupp. Weil das ist zweimal das gleiche. Und das will ich mal reparieren. Crit-Chance. Magazingröße 25 ist natürlich auch super. So, dann gibt es noch den Workshop. Hier können wir verschiedene Upgrades machen. Hier habe ich zum Beispiel Chariot, habe ich schon alle drei. Damage, Leben, Movement Speed. Dann Tempel, da haben wir auch Movement Speed, Regeneration, Max Leben. Ich würde mir hier auf Windmill, auf Fuel Consumption gehen, dass wir weniger Treibstoff verbrauchen. So. Ich kann auch nur 4 auf Windmill machen. Okay, also. Dann würde ich tatsächlich so, glaube ich, machen. Ah, interessant. Also man ist noch mehr limitiert. Man kann nicht alle Skills hier nehmen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier beim ersten konnte man ja alle. Ich kann euch das Spiel wirklich sehr empfehlen. Ich habe jetzt schon einige Stunden Spaß damit gehabt. Und aktuell kriegt ihr es für 4 Euro auf Steam. Und danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao.